Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Und heute, ja, sind wir mitten in den Reisfeldern hier. Und ja, schauen wir mal nach, wie und ob das Gras überhaupt wächst, dass wir so vor drei Wochen gepflanzt haben. Ja, wir sind hier in der Hütte von meinem Nachbarn. Sehr gut gemacht und praktisch. Schützt vor der Sonne und auch vor Regen und kann sich auch richtig entspannen hier, kann sich ausruhen. So, dann schauen wir uns mal das Gras an. Neben mir ist noch mein Hund, der Mankut. Der ist mein ständiger Begleiter. Ne? So, also man sieht rundherum die grünen Reisfelder. Es hat viel geregnet die letzten Tage. Ist ja auch Regenzeit, normal. Und ja, ist alles grün, sieht einfach schön aus. Das sind jetzt die Felder vom Nachbar. Da sieht man auch das Wasser in den Feldern, dass die schon geflutet sind. Aber so muss es sein, sonst wächst nicht nur Reis, dann wächst auch das Gras. Mal nahe zeigen, ja, sieht man das Wasser. So, jetzt schauen wir mal kurz zu unseren Reisfeldern. Da ist der Reis noch nicht so hoch, weil wir haben den etwas später angepflanzt als unser Nachbar. Aber man sieht schon von hier, das sieht gut aus. So. Also das sind jetzt unsere zwei Reihen. Das sieht auch alles gut aus. Ist wie gesagt noch nicht so hoch als die vom Nachbar der Reis, aber die Pflanzen, aber ja, wird noch. Das ist jetzt praktisch ein Reih und der zweite geht dann von dem Baum, den man sieht, bis zu den nächsten Bäumen. Das sind insgesamt zwei Reihen, die wir angepflanzt haben. So, schauen wir noch mal kurz zu dem Gras. Das, was man hier sieht, ist unser Napiergras. Das wächst natürlich auch ganz schnell in der Regenzeit. Und jetzt schauen wir dann gleich zu dem Lucy, was wir vor ungefähr drei Wochen, glaube ich, sind gepflanzt haben. So. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Also das Hellgrüne, was man so sieht, das ist dieses Lucy, was wir angepflanzt haben. Ja, ist schon gewachsen. Passt alles. Natürlich sind auch noch andere Gräser jetzt dabei. Aber alles, was die Kühe eigentlich auch fressen. Von daher ist es okay. Noch kurz zu dem Napier. Ja, das wächst immer wieder nach. Schneidet man ab für die Kühe und es wächst nach. Das ist auch okay so. Da haben wir noch ein paar Bäume rund um das Grundstück gepflanzt. Bananen und Mangos. Man, kleine Bananenstauden und Mangos. Ja, das sieht alles auch ganz gut aus, die wachsen halt in der Regenzeit. Nachher muss man dann natürlich gießen, sonst wird das nichts die ersten zwei, drei Jahre. Tja, und hier nebenan
ist dieses Gras, was wir aus das Pengola, was wir aus Buriram gebracht haben. Das sieht auch gut aus. Das ist jetzt, wie gesagt, das war früher ein Reisfeld. Deshalb ist das alles unter Wasser, aber die Spitzen sind draußen und daher es wächst. Ist jetzt nicht nur dieses Gras, was wir gepflanzt haben, sondern sind auch noch ein paar Reispflanzen und noch ein paar andere Kräuter dabei. Aber ist okay so. Schauen wir uns noch mal von der Nähe an. Das ist tatsächlich angewachsen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert, aber klappt wunderbar. Da haben wir noch rundherum ein paar Bananenstauden gepflanzt. Ja, ist etwas mehr Wasser, aber die Spitzen sind immer noch draußen. Das ist gut so, denn dieses Gras verträgt ja das Wasser. Nur es darf halt nicht ganz unter Wasser liegen, sonst wird es nichts. Dann geht es ein. Ja, ist richtig schön in der Regenzeit, wenn alles grün ist. Jetzt scheint sogar ein bisschen die Sonne. Es regnet immer wieder mal, fast jeden Tag jetzt und ziemlich heftig. Aber dann kommt auch wieder die Sonne raus. Tja, das ist halt der Rissan. Wir erwarten jetzt noch Besuch. Meine Schwägerin und meine Schwiegermutter, heute ist ja Muttertag in Thailand und deshalb kommt dann die Familie hierher und es wird ein bisschen gefeiert. So. So Leute, das war es dann wieder mal mit einem kurzen Video über unsere Reisfelder und das Gras, das wir gepflanzt haben. Und bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand, im Isan, in der Gegend von Surin. Tschüss!